Dann schauen wir doch mal, was hier unten ist, oder? Lassen wir uns mal hinabgleiten. Jui. Okay. Ist das irgendwie so eine Windauffangstation oder sowas? So, und das schaut mir aus, als wenn wir hier hoch können. Mal gucken. Genau. Hinauf den Turm. Für die ganzen Glöckchen. Hier haben wir jetzt aber ein Windrad, oder? So, warte. So. Lass mich raten, hier können wir auch rauf. Jawohl. Das ist in so einem seichten Rot getönt, gell? Interessant. Oben links ist eine ganz kleine Sonne. Voll cute. Das ist nett. Ah, okay, die machen uns den Weg frei. Sehr großzügig. So, und wo geht's jetzt hin? Diese laufenden kleinen Steine, das ist so mega cute. Ah, hier brauchen wir wieder Sterne. Wir haben gerade aber nur zwei und wir brauchen einige. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Aber warte mal. Wenn wir hier den benutzen, genau. Dann dreht sich die Uhr weiter oder beziehungsweise dieses Uhrwerk. So, wir brauchen trotzdem fünf von diesen weißen kleinen Teilchen. Hier kommen wir nicht weiter, okay. Aber da geht's weiter. Okay. Kleiner Hindernisparcours hier. Und da ganz oben ist ein Stern. Kommen wir da irgendwie hin? Da kommen wir nicht drauf, okay. Oh, hier geht gleich alles kaputt. So, warte mal. Da kommen wir nicht hin. Was passiert, wenn ich hier jetzt den Klotz mache? Aha. Dafür ist die untere Treppe gut. Okay, dann kommen wir definitiv hier jetzt hin. So, da kommen wir auch so ganz normal hin. Katsching! So, da hätten wir schon mal vier sind es, glaube ich, oder? Warte, dann müssen wir das Ding jetzt wieder die andere Seite drehen. So. Jetzt kommen wir auch hier rüber. Mal gucken. Hier ist nochmal so eine kleine Mühle. Haben wir hier oben noch irgendwas? Ah, da ganz oben. Auf der rechten Seite. Oh, warte mal. Das wird zu knapp. Ups. Da war ich etwas zu hibbelig. So, nochmal. Jetzt aber. So, dann können wir hier jetzt aber erstmal wieder zurück, oder? Hier war jetzt, glaube ich, nichts mehr weiter. Schauen wir mal. Mhm.
Hoppala. Warte, warte, warte. Ah. Nicht abstürzen. So. So funktioniert das. So, was haben wir denn hier Schönes? Erstmal über eine wunderschöne Brücke rüber. Beziehungsweise fast ein Gerüst. Und hier haben wir wieder unsere Glöckchen. Okay. Vögelchen, was wollt ihr mir sagen? Dass ich hier nach oben soll? Um das hier kaputt zu machen, ja? Es eröffnen sich ganz neue Wege damit. Interessant. So. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Wieder so eine komische Gerätschaft. Okay. Das. Au, oh, okay. Jetzt. Da haben wir wieder unseren Mechanismus. So, da müssen wir einmal drauf. Und hier drauf. Bam, bam, bam. Hier brauchen wir wieder einen mehr. Warte mal. Wo geht's denn hier lang? Oh, warte, 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 warte. Oh, wie komme ich denn da hin? So nicht. Ist das ein Heißluftballon? Wie komme ich denn da hin? Lass mich da hin, ich möchte da hin. Da haben wir nichts weiter. Weiter nach unten, haben wir da noch irgendwas? Guck mal, das können wir doch schon wieder kaputt machen, das sehe ich doch jetzt schon wieder. Und tschüss. Flieg nicht weg. Hätte ich mich da jetzt ein bisschen beeilen sollen? Ah nein, okay, Gott sei Dank. Puh. So, ich komme aber trotzdem nicht zu dem... zu dem Leuchtesteinchen. Und hier komme ich jetzt auch nicht rauf. Okay, ich bin ein bisschen schwerer. So wäre das natürlich was. So, jetzt muss ich nur noch mal gucken, wie mache ich denn das? Okay, so nicht. Moment. Den ein bisschen nach unten fahren lasse. Und mich hier beeile? Nein, okay. Kommen wir da noch irgendwie anders hin? Lassen wir den mal ganz nach unten fahren. So, und wenn wir uns jetzt beeilen,
Schnell, 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 schnell. Dann schau das Luder aus. So. Ja, Wunderbärchen. So muss das. Ching. Hätten wir das auch geklärt. So, und jetzt gehen wir erstmal wieder zurück. Jetzt müssten wir ja, glaube ich, genug haben, oder? So, versuchen wir mal irgendwie da hochzukommen. Babababam. Nicht genug. Nee, da fehlt noch einer. Verdammt. Dann gehen wir noch einmal nach rechts. Dankeschön. Wenn wir jetzt hier nach links gehen. Hallöchen, du. Cutie. Weil ich kann nicht kaputt machen. Okay. Okay. Gefangene kleine Miebelchen im Stein. Soll ich euch denn nicht alle befreien? Wäre das nicht sinnvoll? Na, da komme ich nicht hin. Euch kann ich nicht kaputt machen. Okay. Gut zu wissen. Aber ansonsten habe ich hier nichts weiter. Guck mal, der ist nach rechts gegangen. Wo bist du denn hingelaufen? Dankeschön. Du möchtest gerne in einem Stein sein, oder? Okay. Dein Wunsch sei mir Befehl. Da hast du jetzt einen größeren Stein gefunden. Wie so eine Krabbe. Wenn sie wächst, dann brauchst du immer einen größeren Körper. Oder beziehungsweise Torus. Huch. So, jetzt geht's aber, oder? Jawohl. Sehr schön. Ja, das schaut schon mega hübsch aus, gell? Einmal ganz nach oben. Oh, was ist denn das für ein riesiger Mechanismus? Hier irgendwas fehlt. Wir haben nicht so viel Kraft. Von weiter oben vielleicht? Komme ich hier drauf? Jawohl. Probieren wir es doch mal von weiter oben. Da ist schon so ein kleines Löchlein dafür. Oh, das hat immer noch nicht gereicht. Okay. Aber es war schon ziemlich da dran. Von weiter oben. Ging das noch weiter nach oben? Müssen wir nochmal schauen. Ah, okay. Weiter, weiter, weiter. Das schaut fast aus wie so ein Riesenrad. So, das schaut doch schon besser aus. Also wenn das von hier oben nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht. Tabam! Fehlen nur noch die Gondeln an der Seite dran. Geht's nach oben? Hier? Auf in den Himmel! Zur warmen, warmen Sonne.
sah schon sehr eindrucksvoll aus. Das ist wieder unser Brückenbauer. Dankeschön. Weiße Steine, okay. Jetzt nur nicht runterfallen. Das wäre, glaube ich, nicht so gut. Oh, hier haben wir wieder unsere zerbröckelten Finger. Beziehungsweise Hände. Blau und Grün kam dazu. Und Pflanzen. Grün für die Hoffnung, oder? Und jetzt erstmal die ganzen Ranken hinabgleiten. Wie cool ist das bitte? Einfach mal auf Lianen entlang schlittern. Richtig cool. Ah, okay, die versperrt den Weg, da kommen wir nicht lang. Mit den ganzen Blümchen schaut das da jetzt schon viel belebter aus, viel schöner. Und der Krug wackelt. Überlege gerade, aber hier waren wir am Anfang, oder? Kann das sein? Schaut zumindest so aus. Genau. Nur alles etwas farbenfroher. Ich ahne was. Ich glaube, wir erzeugen ein richtig schönes Sternenbild am Ende. Das schaut doch jetzt schon viel hübscher aus, oder? Als da, wo gar keine Farbe hier war. Der Baum hat Blätter. Auch wenn die viereckig sind, aber das ist egal. Und aus den Töpfen wuchern überall Pflanzen. Das schaut doch viel schöner aus. Richtig hübsch. Ja, und das Vogelgezwitscher. Da fehlen jetzt noch vier, kann das sein? Und die Schildkröte haben wir noch gar nicht. Da fehlen fünf. Okay. Wo kommen wir denn als nächstes hin? Hier ist zu. Vielleicht zurück zu unserem großen Laubstein. Dass wir da vielleicht jetzt hinkommen. Schauen wir mal. Die Ranken zeigen uns bestimmt den Weg. Das ist voll cute, dieses kleine rote Pflänzchen da drin. Erinnert mich ein bisschen an Weihnachtsstern. Oh, ich komme nicht mal hier rüber. Okay, aber da fehlen auch noch zwei Stück. Okay, dann vielleicht nach oben. Wie schaut's denn da aus? Jetzt hier so rüber gehen. Das ist der Baum von unten, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück. Aber dann geht's, glaube ich, hier lang. Hier schaut's ganz gut aus, glaube ich. Das ist mal eine große Brücke. Und eine verdammt hohe. Brücke. Okay.
Das ist nicht gut. So weit kommen wir schon mal nicht. Ja, dann springen wir mal runter, oder? Ah, wie cute. Wie schön ist das? Wir sind im Wald. Es ist ja kein Vergleich zum Anfang. Das ist ja richtig idyllisch. Ah, wie cute. Cutie. Ich mag so eine kleine Wesen. Wie süß. Oh, Libellen haben wir auch. Das ist ja richtig belebt hier. Das gefällt mir. Hier hätte ich jetzt gerade auch nichts dagegen zu sein, ehrlich gesagt. Oh. Okay, hier verschwinden einfach mal die Baumblätter. Wieso nicht? Das ist doch voll natürlich. Cool. Coole Idee. Oh, was haben wir denn da? Ein Steinmännchen. Ich liebe niedliche Wesen. Komm her. Komm zurück. Ich tue dir nichts. Ich möchte dich nur ein bisschen näher betrachten. Was sind das für dreieckige Männchen, die hier überall immer hochkrabbeln? So süß. So hübsch. Hey, warte auf mich. Verschwinde nicht in der zweiten Ebene. Schaut mir fast aus wie eine Ruine von einem Turm. Oh, okay. Ah, alles klar. Ich habe mich schon gerade gefragt, was passiert eigentlich, wenn der sich wieder zusammensetzt. Mhm. Richtig nice. Okay, da müssen wir nach oben. Weio, weio, weio. Warte, da warten wir jetzt einmal ganz entspannt. Huch. Bevor wir jetzt da nach oben gehen, was haben wir denn links? Haben wir da noch irgendwas? Natürlich haben wir da was. Wieder ganz viele süße Cuties und hier können wir wieder kaputt machen. Das machen wir doch. Und was? Ein viereckiger Apfel. Ah, der hat ein bisschen Hunger, oder? Hier sind ein paar mehr. Folgst du mich jetzt, ja? Wie süß ist das, bitte? Na gut, dann komm mal mit. Eigentlich solltest du mir den Weg weisen. Du weißt doch bestimmt, wo es hier überall hingeht. Wie süß. Da kommst du aber nicht mit. Okay. Da komme ich nicht hoch.
Wie er mich verfolgt. Von unten. So einmal nach oben schauen, so. Wo ist sie hin? Jetzt. Oh, warte mal, möchtest du den Apfel haben, der da ist? Schauen wir mal, ob wir den irgendwie kriegen. Es muss ja irgendeinen Sinn machen, warum ich hier hoch muss. Irgendeinen Grund muss es ja geben, weil manche sind auch. Ah, warte. So. Der da auch. Hast du erstmal was zu mümmeln? Jetzt muss ich dem auch noch Essen besorgen. So, warte, da links haben wir noch einen Apfel. Erstmal ein bisschen Freundschaft schließen. Mit dem Guten. Und hepp. Da, du Apfel. Ja. Freunde. Ach nee. Wo geht's denn da jetzt rein? Zeigst du mir jetzt dein Zuhause? Wo sind wir denn jetzt hier gelandet?